Hey, yo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch. Prösterchen. Was gibt Schöneres als einen schönen, leckeren Kaffee nach dem Feierabend? Freunde, ich begrüße euch. Heute in dem Video geht es mal um einen Zwischenbericht und auch natürlich ein Feedback oder eine Resonanz von dem gestrigen Video. Und ich wollte das heute mal zusammenfassen. Wir haben ja gestern den zweiten Teil von dem Zahnriemenwechsel habe ich hochgeladen und da war auch vom ersten natürlich mit Hilfe vom Kfz-Verlag von diesem Buch war die Resonanz natürlich durchweg positiv, aber es gab auch ein paar wichtige Anmerkungen, ich glaube 5, 6 wichtige Anmerkungen und da wollte ich natürlich darauf eingehen. Wichtig ist natürlich hier an dieser Stelle zu sagen, das Fahrzeug, also diese Maßnahme habe ich im Dezember durchgeführt und mein Wagen läuft immer noch, ich fahre damit jeden Tag zur Arbeit, also tippitoppi. Keine unangenehmen Geräusche, keinen Leistungsverlust, whatever. Trotzdem finde ich, waren berechtigte Anmerkungen hier an dieser Stelle. Bei Teil 2 ging es ja darum, dass ich beim Draufstülpen des Zahnriemens natürlich meine Methode angewendet habe und ihr zu Recht darauf hingewiesen habt, dass sogar im Buch eine andere Methode oder eine leicht andere Methode angewendet wird. Ne? Dass man an der Nockenwelle das Rad löst, um somit dann wieder die ganze Vorrichtung zu spannen. So, ne? Aufziehen und spannen. Dann erst wieder die drei Schrauben an dem Nockenwellenrad festziehen. Ihr habt recht, vollkommen recht. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, weil ich ja auch etwas wechseln wollte, werde ich das nochmal für euch machen und dann werde ich ein kurzes Video dazu machen, sprich ich werde nochmal die OT-Stellung ganz genau und langsam zeigen, wie das funktioniert und dabei dann natürlich was wechseln, was mir während der Arbeit aufgefallen ist. Man hätte es auch vorher bestellen können, aber ist halt wie immer Zahnriemensatz und dann denkt man gar nicht mehr an den normalen Riemen, den Keilrippenriemen, den hatte ich ja auch ausgebaut zwangsläufig, der sitzt ja vor dem Zahnriemen und da war ja schon ein Riss zu sehen, also so neu ist der nicht mehr und dabei ist mir dann aber auch aufgefallen, dass von der Spannvorrichtung die Feder selber vollkommen in Ordnung ist, aber natürlich die Spannrolle, packe ich euch hier mal Bilder rein, ich gucke hier auf dem Bildschirm deswegen, also die Spannrolle und den Riemen habe ich für einen Schnapper bekommen. Habe es auch schon bestellt und werde das dann diese Woche noch einbauen. Und dann werden wir nochmal die OT-Geschichte in Angriff nehmen. Also das hier, Freunde, wird noch eingebaut von mir. Und dazu mache ich dann ein kleines separates Video. Vielleicht sogar zwei. Also einmal 2,0 TDI OT-Stellung. Und einmal dann noch Keilrippenriemen wechseln mit dem jeweiligen oder dazugehörigen neuen Röllchen, sage ich jetzt mal. Dann noch ein ganz wichtiger Aspekt. Von einem Zuschauer, vielen, vielen Dank dafür, dass du mich überhaupt wieder darauf gebracht hast. Ein Kommentar war da, dass ich die Gradzahl nicht richtig eingestellt habe. Ich mache das so Pi mal Daumen, erhöhe aber auch generell ein bisschen die Newtonzahl, ein bisschen, weil ich ja weiß, das sind alte Schrauben und teilweise sind es halt Dehnschrauben und da erhöhe ich halt ein bisschen den Anzugsdrehmoment. Aber darauf hingewiesen und er hat mir einen Link in den Videos unter den Kommentaren geschrieben, direkt angeklickt, ach weißt du was, scheiß drauf, für die Werkstatt und habe direkt hier einen Drehwinkelmesser bestellt. Das ist dann für ein Viertelzoll, dort kann ich den, ein Halbzoll Knarre, dort kann ich dann die Knarre ansetzen, dann die Nuss ansetzen und dann dementsprechend, je nachdem wie der Winkel sein soll, so weit drehen, dass der Winkel hier an dieser Stelle, bei diesem Kollegen wird das bis zu 360 Grad, also einmal drumherum, deswegen ist mit diesem Teil dann alles erledigt. Danke nochmal dafür, dass du mich auf diese Idee gebracht hast und ich hiermit dann ja in Zukunft die Schrauben laut ihrer gerechten Gradzahl perfekt und präzise einstellen kann. Danke. Ja, Freunde, ich bin froh darüber, euch zu haben. Das wisst ihr ja. Ohne euch geht gar nichts. Und ich habe so einen trockenen Mund. Ich muss mal zwischendurch. Oh, Jubiläum. Zwischendurch Kaffee getrunken. Was ich noch gemacht habe, und das hoffe ich, klappt alles morgen. Ich habe was bestellt, Freunde. Ja, und was habe ich genau bestellt? Seht selbst, ein Mikrofon für den PC und zwar von der Marke Rode. Und Rode, ich bin persönlich, also neben Sennheiser ist das so meine erste Wahl, sage ich jetzt mal.
NT1A Set Kondensator Mikrofon. Also dort ist auch ein Bedienteil dabei, womit ich jeweils die dB-Zahl einstellen kann, um so wild Rauschen zu unterdrücken oder andere unangenehme Geräusche oder dB-Zahl zu erhöhen, um den Bass ein bisschen in der Stimme noch zu erhöhen, beziehungsweise hier alles deutlicher zu machen. Mit einem Sprechschutz beziehungsweise Pustschutz nennt man das ja irgendwie, ne? Dieses Ding vor dem Mund. Oder Blasschutz, wie auch immer man es nennen möchte, und dem jeweiligen Ständer dazu, um das an meinem Tisch zu befestigen. Ja, dieses Teil habe ich bestellt, anhand von euren Spenden natürlich auch, und bedanke mich an dieser Stelle für die zahlreichen Spenden. Auch die kleinen Spenden tun gut, alles tut gut, alles kommt in einen Sack und damit kann man dann solche Sachen kaufen, Freunde. Darüber hinaus habe ich noch für unsere Livestreams Folgendes gekauft. Und das dürfte auch schon morgen da sein, und zwar von Logitech die HD Pro C920 Webcam. Der Vorteil hier bei dieser Kamera ist wirklich HD-Qualität und der Weißabgleich und alles, wie je nachdem hier die Lichtverhältnisse sind bei dieser Kamera total gut, beziehungsweise die Lichteinstellungen werden total gut korrigiert und dementsprechend angepasst, sodass ich auch wirklich immer gut erkennbar da bin und ihr dementsprechend auch ein gutes Bild habt zu Hause. Ich bin froh darüber, dass ich diese Sachen kaufen konnte mit eurer Hilfe, und man stelle sich vor 2 Monaten hat das Ding noch 20 Euro mehr gekostet. Wahnsinn, dass sich das schon um so wenige oder so viele Euros günstiger anbietet. Und es ist nagelneu, es kommt vom Mediamarkt, also wird bei eBay zwar angeboten, aber kommt vom Mediamarkt. Und dementsprechend freue ich mich drauf, jetzt in Zukunft mit diesen beiden neuen Komponenten die Livestreams zu gestalten. Gebt mir doch mal einen Tipp, was wir in den Livestreams in Zukunft, vielleicht hat auch einer konzeptionell andere Ideen, was wir in den Livestreams in Zukunft machen wollen möchten. In erster Linie war es natürlich so, dass ich gesagt habe, komm, wir reden über dein Auto, das klappt doch relativ gut, aber es gehen noch viele Fragen unter. Und es ist für mich auch nach 2 Stunden sehr anstrengend, noch mich zu konzentrieren, weil halt so viele Fragen da sind, man muss viel lesen und ach. Wollt ihr vielleicht dieses Format weiterhin behalten, weil ich habe durch das Equipment natürlich Bock. Bei den kalten Wettern draußen sind es im Moment fast 0 Grad, es ist arschkalt. Ich wollte eigentlich heute schrauben, aber das kannst du vergessen. Und da bietet sich natürlich an, zu Hause Livestreams zu machen, weil es einfach, dann bin ich euch auch nahe und kann mit euch quasseln, alles super. Oder wollt ihr, dass ich irgendwie, kann ja auch sein, dass der eine oder andere oder die Vielzahl von euch sagt, komm, spiel doch ein Spiel, ich möchte dir dabei zusehen. Kann ja auch sein. Wenn ja, bitte schreibt dahin, was für ein Spiel. Ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie hier was spielen, was mich, ich will was spielen, was euch interessiert. Ne? Und euch dann, also ich kann sehr emotional sein beim Spielen. Ne? Also ich kann mich schon relativ schnell aufregen und, oh nein, egal. Auf jeden Fall, neues Equipment ist am Start und Freunde, es könnte sein, ich will jetzt da nicht zu weit mich aus dem Fenster lehnen, aber es könnte sein, dass in naher Zukunft die Kamera, weil das Geld ist jetzt nicht für die Kamera drauf gegangen hier, die ich ja unbedingt kaufen wollte, weil im Moment findet man das Ding nirgends, außer gebraucht, und da sind die Gebrauchsspuren teilweise so markant, es ist ein bisschen ungünstig, aber jetzt habe ich halt diese Investition gemacht, was ja auch für unseren Kanal oder halt für uns hier perfekt ist. Es könnte sein, dass in nicht allzu langer Zeit ein gewisser Herr X die Kamera für mich erworben oder erwerben wird, also kaufen wird und mir die dann zur Verfügung stellt. Klingt jetzt krass, weil die Kamera kostet schon eine Menge Geld. Wenn das klappen sollte, dann bin ich hier einer der größten und glücklichsten YouTuber, die es gibt. Und freue mich immer wieder, euch so tolle Menschen dabei zu haben. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir auch Schluss. Es sind fast 10 Minuten erreicht. Ich möchte auch das Video nicht zu weit strecken. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Wie man sehen kann vom letzten Fanpaket, die Sachen liegen noch da. Ich habe die noch gar nicht runtergebracht, weil ich immer so viel da noch zu tun habe. Und das Geilste ist, das Video von dem Zahnriemenwechsel hatte ich ja im Dezember gedreht. Und da hatte ich noch das ganze tolle Werkzeug nicht von Roy, das Pomproxon, und das ganze tolle Werkzeug hier von, ach, wie hieß er jetzt, vom Furkan, was ja noch dazu gekommen ist. Oh, und dann der Schlagschrauber noch. Damit geht das ja noch schneller vonstatten, Freunde, die Demontage des Zahnriemens. Weil ich habe ja alles mit der Hand gedreht, ne, ihr wisst. Und ja, danke für die Unterstützung, danke für die Mitarbeit, danke für die Anteilnahme an den ganzen Videos. Daumen hoch an euch, Freunde. Und hier nochmal bitte der Appell, wenn ihr Lust und Laune habt, Twitter, Facebook, jetzt habe ich hier Schluck auf. Twitter, Facebook, alle möglichen Kanäle, bitte geht auf meinen Kanal, dort sind die Links, und ihr könnt gerne mal auch dort mit mir schreiben und mit mir Kontakt aufnehmen. Ich freue mich. An dieser Stelle Prost, ein Abschlussschluck
Ja, damit geht es auf jeden Fall noch weiter. Ich muss wieder was gut machen. Ihr habt vollkommen recht. Und vor allen Dingen die ganze Geschichte mit weiteren Videos, Freunde. Wenn ihr wüsstet, was da noch alles im Petto ist. Seid gespannt. Danke für die Mitarbeit. Eure Meinung bitte im Können in den Kommentaren zu dem Thema Livestream. Und ich wünsche euch was. Euer Mr. Druid. Ciao.